Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja jetzt bei Teil 2 unserer Kneipe angelangt. Und ja, Teil 1 haben wir sie ja an sich ja gebaut. Das ist das gute Stück, was wir gebaut hatten. Und jetzt in Teil 2 machen wir uns ran, das Ganze noch einzurichten. Aber bevor wir überhaupt dahin gehen, um das Ganze einzurichten, jetzt sehe ich hier gerade irgendwie, ist hier wieder ein Block verschwunden. So, mach ich mal weg. So, und bevor wir uns das Ganze mal einzurichten, würde ich sagen, gucken wir uns erstmal das Original an und gucken mal noch, wie habe ich es da vorhin eingerichtet. Ja, wir gehen einfach mal ganz gemütlich hier den Weg entlang und gucken mal rein, was so in der Kneipe auf uns lauert. So, kommen wir hier rein. Zack, sind wir drin. Ich habe das Ganze so ein bisschen dunkler gehalten, weil ich finde, so eine Kneipe, die muss nicht unbedingt vor bunter Farbenpracht erstrahlen. Die kann so ein bisschen dunkler sein. Ich habe mir gleich zum Anfang überlegt, so, hey, hier kann man ja so gut auch eine Garderobe machen, ne? Sag mal, wir sind ja so mehr, ja, jetzt nicht so eine runtergekommene Kneipe, sondern so doch ein bisschen förmlicher. Und dann kann man sich hier seine Garderobe aufhängen. Ja, kleiner Teppich ausgelegt. Da haben wir hier eine Sitzgelegenheit. Hier natürlich dann die große Bar. Ne, können wir auch mal hintergehen, wenn wir möchten. Hier mit einem Toaster. Wer sich immer wundert, was ein Toaster ist einfach ein Enderdrachenkopf. Da musst du einfach nur halt die Schnute verstecken. Dann hast du hier so einen Toaster, wo der Toast schon verbrannt ist. Naja, war schon lange wohl keiner mehr hier. Ja, dann hier hinter einem Tresen, ein paar Zapfhähne, einfach mal dargestellt mit Zauntor. Dann hier hinten noch so ein, ja, ein Fässlein, ne, wo man sich noch ein bisschen was abzapfen kann. Hier noch ein paar, ja, Krüge, die man noch hier, ja, zu stehen hat. Da ist, glaube ich, auch was drin. Ja, aber ich glaube, oh, das ist bestimmt ein Kakao oder so. Oder ein Kaffee. Ein Kaffee könnte es auch sein. So, ja, kleine Bar. Dann gibt es hier hinten auch noch so eine Sitzgelegenheit für Leute. Und ich kenne das auch manchmal so aus manchen Kneipen. Die haben noch so einen extra Raum, wo dann halt geschlossene Gesellschaften den anmieten können oder so. Ne? Und dann kann man hier etwas feiern oder keine Ahnung. Habe ich mir noch so überlegt. Fand ich eigentlich super, hier sich das einfach mal reinzubauen. Ja, und ansonsten kommt man hier natürlich noch raus zum Hinterhof. Was man sich denn hier später hinbaut, ja, ist dir überlassen. Ne? Deiner Fantasie gibt ja, ne, eigentlich gar keine Grenzen. So, ansonsten alles da, was in eine Kneipe reingehört. Natürlich dürfen auch Toiletten jetzt nicht fehlen. Hier haben wir einmal, ja, von den Frauen die Toilette einfach mal ein bisschen farbenkräftiger machen, um das doch ein bisschen abzuheben. Hier nochmal für die Jungs, ne? Durch hier wieder so einen Spiegel. Ich finde auch wieder cool, ich habe ja so drauf geachtet, dass man den Boden nicht sieht. Es sei denn, mal einer will springen, dann sieht man es. Aber ansonsten ist das halt wie auch wirklich so ein Spiegel. Ja, Fenster natürlich auch noch. Super. So, und das wollen wir nochmal bauen. Natürlich jetzt hier nicht diese Innenrichtung. Da lasse ich dir freie Hand. Ich zeige dir einfach mal, so wie du die Räumlichkeiten machst und wie du Decke und alles dir noch ziehen kannst. So, wir gehen einfach mal nochmal dann rüber zu unserem Rohbau, den wir ja, sag ich mal, gerade fertig gebaut haben. So. Falls du Teil 1 aber noch nicht gesehen haben solltest und fragst dich jetzt, wie kommst du da hin, um die Kneipe dir zu bauen? Alles unten in der Videobeschreibung, muss man hinklicken, kommst denn da zu Teil 1. Und umgedreht natürlich kommst du dann hier auch zu Teil 2. So, wir löschen erstmal den Enderdrachenkopf im Inventar und dann gehen wir hier an die Kiste ran und holen unser Blockmaterial raus, was wir alles für die Inneneinrichtung brauchen für unsere Kneipe. Ganz einfach gesagt, ich verwende heute Fichtenholzblöcke, hellgrauer Beton, Schwarzeichenholzblöcke, dennoch mal Schwarzeichentreppe, dennoch mal Schwarzeichentür. Sollte auch die gleiche Tür sein, vielleicht, wie wir die schon benutzt haben beim Anfang. So, dennoch mal hellgraue Keramik und Quarzblöcke. Wenn wir dann das ganze Blockmaterial haben, geht's los. Und zwar, ganz einfach gesagt, beginnen wir, würde ich mal sagen, mit einem hellgrauen Beton. Das ist eigentlich immer super. So, wir gehen einmal hier vorne rein. Zack. Und dann sollte es erstmal so innen drin aussehen. Ja, wir beginnen ganz einfach mal gesagt erstmal mit dem, geh weg Einladung. Kusch. So. Ja, hellgrauen Beton zuerst. Den setzen wir einfach mal, würde ich mal von der, ja, erstmal am Rand, würde ich mal sagen. Ja, wir machen wir erstmal am Rand hin, überall. Setzen wir erstmal so lang. So. Erstmal alles hier lang ziehen. Aufgepasst, außer jetzt hier. Hier können wir mal unten den hellgrauen mal wegschauen. Auch die Seiten hier mit den Ziegelblöcken können wir mal wegschlagen. So, das brauchen wir nicht mehr. Das kann alles weg. Hier oben die Strebe kann man ruhig lassen. So, aber auch hier. Ne, brauchen wir eigentlich nicht erstmal. Ja. So, dann setzen wir hier an den Seiten noch überall was hin. Bei der Tür kannst du immer, sag ich mal, freilassen und, ach komm, wir setzen hin. Wir setzen überall hin. Wir sind nicht geizig, wir setzen überall das hin. So. Super. So, ich würde sagen, wir fangen am besten erstmal an mit dem Schwarzeichenholz. Und zwar grenzen wir erstmal die Tür ein bisschen ab, ne? Sonst müssen wir zu viel später weghauen.
einfach mal Blöcke an den Seiten um die Treppe oben. Und schon ist die Tür ein bisschen hervorgehoben. So, auch hier. Und das Ganze noch ein drittes Mal. Um das Ganze hier ein bisschen hervorzuheben. Super. Weiter geht's dann jetzt mit den Beton an sich. Den setzen wir jetzt überall einmal nochmal hin. An den Seiten. Aber ich glaube, das ist wieder Massenarbeit. Hier mache ich wieder einen kurzen Cut rein. Einfach mal überall an den Seiten hinsetzen. Außer hier hinten. Hier hinten brauchst du es nur unten einmal machen. So. Gut, dass ich dir das nochmal sag. Unten einmal hin und nochmal auf ein Glas rauf. So machst du das. Super. Und danach nimmst du dann einfach mal dir Quarzblöcke raus und die setzt du einfach immer hier mal dazwischen. So, so, so und so. Super. Und an den Seiten hier kannst du dann einfach den hellgrauen Beton hinsetzen. Okay. So, ich mache hier einen kurzen Cut. Ich verkleide mir das Ganze mal. So, bei mir ist das Ganze fertig. Wir gucken nochmal. Also ich habe jetzt an den Seiten überall den hellgrauen Beton hingesetzt. Natürlich auf eine höhere, also einmal höher als das Glas ist, ne? So, wenn wir das Ganze haben, geht es nun weiter auch immer noch mit dem hellgrauen Beton. Wir fangen jetzt an, uns die Räumlichkeiten zu setzen. Ich würde sagen, erstmal von den Toiletten. Wir beginnen einfach mal von diesen zwei Fenstern, kann man immer gut beginnen. Einfach unten am Boden 1, 2, 3, 4 aussetzen. Zu den Seiten jeweils zwei Blöcke nochmal Platz lassen und auch nochmal 4 Blöcke hinsetzen. Jetzt machen wir das Ganze einmal mehr rein. Auf der anderen Seite auch nochmal. Gleiches Spiel. Hier kannst du natürlich aussuchen, wie du die Toiletten machen willst. Willst du die so machen, ne? Oder doch ein bisschen enger? Musst du gucken. So, aber ansonsten ziehst du das auch hier auf die gleiche Höhe, wie halt der hellgraue Beton an den Seiten ist. So, einfach gleiche Höhe. Ich mach das einfach mal wieder hier schnell mit einem Cut. So, bei mir ist es hochgezogen. Man kann ja noch, sag ich mal, hier nochmal zweimal oben zumachen. Ja, irgendeinen Boden reinsetzen. Dann kannst du ja hier schon mal die Türen reinsetzen. Bei der Auswahl natürlich von der Türen her, wie vom Boden, von den Wänden her, ist immer deine Fantasie auch gelassen. Also wenn du meinst, ich möchte das doch ein bisschen farbenfroher machen, dann mach es dir auch farbenfroher, ne? Ich finde einfach nur so eine Kneipe oder so ein Restaurant, das kann immer ein bisschen duster sein, finde ich. Optischen her, aber so, ja, ist einfach mal mein Geschmack. Aber du kannst es dir natürlich immer von der Optik her, von der Farbe, von der Blockauswahl immer ändern. So, aber kleiner Tipp noch hier, du siehst gerade, die Tür ist jetzt nicht so nach innen gerichtet wie diese hier. Da gibt es einen kleinen Trick und zwar machen wir ja auch nochmal so eine Treppe hin. Schlagen die nochmal weg. Dann die so hin. Dann ist sie natürlich so nach innen gelehnt. Finde ich immer ein kleiner optischer Verbesserung, als wenn der Türgriff immer in die Richtung zeigt. Obwohl die zur Mitte zeigt, kann er die auch zur Mitte zeigen. So. Okay, super. So, jetzt geht's weiter. Und zwar würde ich mal sagen, markieren wir uns einfach mal schon mal den Tresen, würde ich mal sagen. Siehst du ja hier schon. Ja, gehen wir von der Tür aus. Einfach mal hier gerade zu. Und das ziehen wir einfach mal hier bis zur anderen Tür. Blup. Einfach mal so eine kleine Markierung für den Tresen. Super. So, was muss ich noch? Ah, hier hinten, glaube ich. Hier hinten machen wir auch nochmal oben eine Strebe rüber. Und können an den Seiten. Das ist auch wieder so eine Sache. Willst du hier einen offenen Raum machen oder einen geschlossenen Raum? Ne? So eine Vielfalt kannst du ja machen. Ich finde einfach, wir machen mal einen geschlossenen Raum. Falls du wirklich mal irgendwie Gäste hast, die wollen hier privat feiern, dann kannst du den Raum halt abgrenzen. Ne? Oder lässt das Ganze offen und nutzt das auch einfach so für normale Gäste, ne? Dass sie da auch hin können. Wer weiß, was du hier reinbaust. So, aber ansonsten würde ich sagen, die mache ich nochmal kurz oben hin. Boden rein, zack. Treppe. Tür meine ich. Ja, machen wir erstmal den Boden rein. Bei mir ist das Ganze Fichtenholzblöcke. Wie gesagt, immer, du kannst deine Fantasie auf freien Lauf lassen. Mach auch anderen Teppich hin, mach Teppich halt hin oder andere Blöcke, wie auch immer. Ich mache es jetzt erstmal mit Fichtenholz. So, bei mir ist das Ganze jetzt, ja, der Boden einmal ausgetauscht. Ich habe auch mir schon das jetzt noch neues mit Blockmaterial geholt hier, damit wir auch gleich den Tresen bauen können. So, wir gucken uns nochmal kurz an, wie das Ganze hier aussieht mit Boden, ne? Und so soll es aussehen. Super. So, als nächstes würde ich mal sagen, komme ich noch zu einer kleinen optischen Sache. Und zwar kannst du Platz erweitern, und zwar einfach, wenn du diese Ecken hier nochmal wegschlägst. Weil ich sag mal, ja, dann hast du halt noch ein bisschen mehr Raum. Da kannst du Pflanzen reinstellen oder sonstige Sachen, die du noch in den Ecken platzieren kannst. So, nächster Schritt machen wir jetzt erstmal den Tresen hin, bevor wir die Decke machen. Weil wenn wir die Decke machen, ist das Ganze hier doch ein bisschen dusterer. Ja, den Tresen hin einfach mal. Ich verwende jetzt einfach braune Keramik, setze ich mir einfach mal hier rauf, haben wir uns ja alles schon markiert, ne? Kannst natürlich auch alles andere machen. Vielleicht machst du ja auch andere Räumlichkeiten. Ich sag mal, ich habe jetzt hier bei den Toiletten auch keinen Spiegel gemacht. Vielleicht soll es eine Garderobe sein oder sonstige Sachen oder auch nochmal private Räumlichkeiten, wo Leute essen können. Deine Fantasie, ne? Teste dich aus, wo du was machen möchtest. Ansonsten hier Tresen, machen wir auch nochmal eine weitere Blockschicht oben hin. So einfach. Ich mache jetzt einfach eine Holzwalltür hier hin, damit der Wirt hier immer durchgehen kann.
An den Seiten mache ich dann einfach mal noch Bruchsteinmauer hin. Ich finde irgendwie, das stabilisiert das Ganze ein bisschen. Und fertig sind wir hiermit. Danach kannst du dir alles in Ordnung einrichten. Du hast es ja drüben gesehen. Ob du es genauso machst, ja, du musst mal gucken, wie deine Fantasie. Ich möchte dir immer noch deine Fantasie immer freien Lauf lassen. So, aber ansonsten machen wir noch ein Dach hin. Ne? Also, na, jetzt nicht ein Dach, sondern eine Decke. Und zwar ganz einfach gesagt, ab der nächsten Schicht hier können wir alles einmal zuziehen mit der, was ist das hier? Hellgraue Keramik. Können wir einmal alles hier komplett zuziehen. Ne? Und dann macht man sich das hier zu. Und dann, ja, kannst du anfangen einzurichten und deine Freundin einladen, hier in deiner Kneipe mal ein bisschen zu frühstücken, einen wegzutrinken oder was weiß ich, was du denn hier mit deinen Freunden hier erlebst in der Kneipe. Aber ich finde auch, wenn man jetzt hier nichts reinbeleuchtet, also wenn man hier keine Beleuchtung mehr macht, durch die Fenster ist das alles hell. Falls du die nur am Tag benutzt, brauchst du keine Angst haben, ist alles gut beleuchtet. Ansonsten musst du halt nachhelfen, du kannst überall dann hier noch Lampen in die Decke schlagen, wie du halt gerne noch machen möchtest. So, aber ansonsten sind wir fertig. Wer möchte, kann hier noch die Decke reinziehen bei mir. Ich glaube, ich mache mir das noch im Nachhinein, aber für die Folge lasse ich das einfach mal so, weil ich finde, das ist ja noch so ein bisschen heller, wenn ich jetzt einfach mal keine Decke reinmache. Und das ist ja auch, wie das denn hier aussieht, ne? Ja, so, aber ansonsten sind wir erstmal fertig. Ich gehe raus und dann sind wir mit der Kneipe durch. Ich wünsche dir dann viel Spaß beim Nachbauen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich weiß noch nicht so recht, muss ich mal gucken. Vielleicht wieder was von irgendeiner Cartoon-Serie. Habe ich mir, glaube ich, schon ein bisschen was rausgepickt, aber ich will nicht zu viel verraten. Von daher stelle ich mich vor der Kneipe hin und dann sage ich nur eins. Und zwar ganz einfach. Tschüss.